Damit herzlich willkommen zu Secret of Evermore. Ja, das ist ein Spiel aus meiner Kindheit und ich freue mich, es mit euch zusammen zu spielen. So, jetzt gebe ich nämlich erstmal meinen Namen ein und dann werde ich ganz kommentarlos erstmal das Intro mir mit euch ansehen. Ja, ich werde da nichts irgendwie extra vorlesen. Ich werde es einfach laufen lassen. Ich hoffe, euch fesselt die Story dieses Spiels genauso wie mich damals. Zur heutigen Zeit ist das jetzt vielleicht nicht mehr so, wie es früher war, aber ja, ich hoffe, ich kann euch das Spiel etwas näher bringen. Ja, für mich ist es halt das Spiel. Viel Spaß mit dem Intro.
So, das ist jetzt der erste Punkt, an dem wir uns bewegen können, unseren Charakter. Ich werde jetzt hier als erstes mal das Textfeld ändern. So, dann kann man das auch ein bisschen besser lesen. Finde ich so am besten. Jo, was haben wir gerade gesehen? Unser Hund und ich, wir sind in diesem Labor in so eine Maschine geraten und sind jetzt hier irgendwie in einer anderen Welt angekommen. Ich kann da mal ein bisschen teasern. Die Welt von Evermore, wo auch sonst. Jo. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr jetzt im Intro gut mitgelesen habt, habt ihr schon gesehen, dass die Dialoge in dem Spiel vielleicht ein bisschen genial sind. Wie zum Beispiel die Mumie, die ihn an Robbie von Fake That erinnert. Fand ich sehr lustig. So. Und dann schauen wir mal, was passiert. Bazooka erhalten. Cool. Und jetzt tauchen auch schon die ersten Gegner auf. Das sieht nicht so gut aus. Zack. Das scheint ein Ausgang zu sein. Hey, ist das hier ein Raumschiff? Ups, jetzt habe ich zu schnell weggeklickt. Tut mir leid. So, und da stürzen wir wohl ab. Hey, cooler Trip, die Bazooka ist weg. Aber wo bin ich hier eigentlich? Und wo steckt dieser Hund? Hier, Herr Hundi. Komm zurück oder ich verkaufe dich an den Metzger. Huch, bist das wirklich du? Siehst irgendwie verändert aus. Wenn du wirklich mein Hund bist, dann holst du jetzt den Stock. Na los, hol den blöden Stock. Das ist zwar nicht der Stock, aber das kann ich auch gebrauchen. Los, wir schauen uns hier mal um. So, jetzt geht's los. Und ja, der Hund, der kann für uns Gegenstände erschnüffeln. Ich kann auch mit der Select-Taste zwischen Hund und Mensch wechseln. Man kann das Spiel nicht im Zwei-Player spielen. Es gibt, glaube ich, irgendwie von irgendwelchen Hobbyleuten so ein Patch, dass man das Spiel dann zu zweit spielen kann. Das läuft dann aber auch nicht so wirklich. Es ist auf jeden Fall für einen Spieler gedacht. Und das ist auch gut so.
So, und wie ihr hier jetzt schon gesehen habt, liegen hier überall mal so ein paar Gegenstände rum. Die kann, wie gesagt, der Hund erschnüffeln. Und dann kann ich die auch aufheben. Diese Gegenstände brauche ich später, um zaubern zu können. Ja, hier ist das so, wenn ich jetzt einen Zauber habe, dann benötige ich, was weiß ich, Wasser und Asche und dann kann ich den Zauber wirken. So ungefähr läuft das dann mit den Zaubern. Die Gegenstände kann man nicht nur finden, sondern es gibt auch Händler, die die verkaufen. Huch, au, au. Muss ich aufpassen, darf ich mich nicht treffen lassen hier. Na, wo will er hin? Ja, nehme ich doch alles mit. So. Öl. So, warte mal. Verhalten. Der Hund soll natürlich auch ein bisschen aggressiver spielen. Und sich nicht einfach nur treffen lassen, ne? So. So, wir sind jetzt hier irgendwo im Dschungel. Aggressive Pflanzen gibt es. Moskitos. Oh. Hund. Läuft aber ganz schlecht gerade. Oh, hier, guck mal, ein Blatt. Dann gebe ich dem Hund mal ein Blatt. Das sieht dann ungefähr so aus. Ah, da hat er wieder was gefunden. Da unten. So. Ich möchte mich jetzt nicht heilen. Weil ich hoffe, dass ich hier jetzt gleich nochmal eben Level up komme. Ich darf halt nur nicht sterben. Siehste. Genau das wollte ich. Wenn man Level steigt, bekommt man natürlich auch wieder volle Leben. So wie in fast... ja, in ganze Handvoll Spielen, ne? So. Dann kommt jetzt hier oben gleich die erste Gegend. So, zwei Stücke Lehm. So. Jetzt kommt unser erster Kampf. Den könnte man theoretisch auch verlieren, weil dann würde der Hund einen ja, wegziehen und irgendwas stimmt hier nicht. Genau. Ich will natürlich den Kampf gewinnen. Hund sollte sich mal nicht zu doof anstellen. Ich kann natürlich auch zwischen Mensch und Hund wechseln. Kann ich ja mal probieren. So, Hund. Ah, bin auch nicht besser. Oh, gleich stirbt der Hund. Sehr gut. Ah, Gott. So, ich lasse den Hund jetzt schnüffeln. Jetzt ich auf den Hund wechseln. Funktioniert nicht. Ja, sehr gut, Hund. Hat er wieder volle Leben. Nicht getroffen. Okay. Nochmal. So, jetzt habe ich getroffen. Ach Gott, der Hund ist so langsam. Ich kann da noch nicht sprinten. Zack. Ist auch mal angenehm, hier mit Controller zu spielen, du. Komm, Hundi. Ja, sehr gut. So, und man muss immer... da unten, wenn ich einmal angegriffen habe, dann läuft so eine Prozentzahl ab. Ich muss dann halt immer warten, bis sie sich bis 100% wieder aufgefüllt hat.
um dann überhaupt auch wieder richtigen Schaden zu machen, weil sonst haue ich immer nur so einen Hit oder so raus. So, ich habe wieder volle Leben. Sehr schön. Guck, wenn ich jetzt hier öfter... Ah, okay. Öfter drauf haue, dann mache ich nicht wirklich Schaden. So, wie gesagt, der Kampf, den soll man eigentlich auch nicht unbedingt gewinnen können. Den kann man ruhig verlieren und man ist dann trotzdem nicht tot. Aber man bekommt einen ordentlichen Bonus, wenn man diesen Kampf gewinnt. Und den wollen wir natürlich haben, ne? Oh. Daneben. Sehr gut, Hund. So, und da haben wir es auch schon geschafft. 50 Krallen erhalten. Das ist unsere Währung. So. Gab es hier noch was zum Aufheben? Hier bestimmt, ne? Ah, Kristall. Kristall ist auch gut. So. Und jetzt sind wir auch schon im Dorf angekommen. So. Du bist keiner von uns. Du trägst seltsame Kleidung. Du bist wie Feuerauge. Ja, Feuerauge. So, mein Bruder Schlauer Bär ist zur Käfersteppe aufgebrochen. Angeblich soll es im Riesenskelett seltene Zutaten für neue Formeln geben. Formeln sind natürlich die Zauber, ne? Schlauer Bär geht oft an diesen Ort. Wenn er dann zurückkommt, bringt er mir immer ein paar Zutaten mit. Diese Zutaten verkaufe ich dann wiederum den Dorfbewohnern. Ja. So, Lehm, Krallen. Können wir uns immer gerne bedienen. Kann ich denn jetzt was bei ihm kaufen? Nee, ne? Noch nicht wahrscheinlich. So. Dann laufe ich doch hier erstmal die Gebäude ab. Krallen, Wasser, Wasser. Du siehst müde aus. Nebenan finde... Oh. Ja. Nebenan finde ich wohl ein Hotel. Hier, 4-Sterne-Hotel. So, erstmal Sachen mitnehmen. Grüß Gott, willkommen in meinem Hotel. Möchtest du für 10 Krallen übernachten? Ach ja. Wenn ich übernachte, kriege ich wieder volle Leben. Hast du gut geschlafen? Möchtest du den? Ja, den möchte ich natürlich speichern. So, auf Wiedersehen. Guck mal, da gibt's. Guck mal, da war ich schon drin. So, nee, ich laufe jetzt hier nicht alle Häuser ab, weil ich will natürlich auch laufen können und das kommt jetzt gleich. So, jetzt gehen wir mal zu Feuerauge. Obwohl, ich kann ja nochmal eben die Asche hier mitnehmen. Hier wohnt unser Häuptling. Eigentlich ist es eher eine Häuptlingin. Feuerauge. Jo, jetzt rufen sie den Häuptling. Oder die Häuptlingin. Da ist sie. Was ist los? Hallo, ich bin Zora Zottelzopf. Jeder hier nennt mich Feuerauge. Aha, ich bin Antares. Gut, Antares, komm rein, drin können wir reden. Das ist jetzt ein story-relevantes Gespräch. Was ist das hinter dir? Oh, das ist mein Hund. Er hat sich in letzter Zeit etwas verändert. Ah, und wie heißt er? Er heißt, genau so geht's mir gerade. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, wie ich jetzt den Hund nennen soll. Wie soll ich ihn denn nennen? Tja. Ich weiß es nicht. Jetzt
Jetzt hätte ich mir irgendwas super Tolles einfallen lassen. Wisst ihr was? Ich nenne ihn jetzt einfach mal. Lasko. Lasko? So hieß meine Großmutter. Du bist nicht von hier, oder? Ich glaube nicht. Wo ist eigentlich hier? Du befindest dich im Land Evermore. Evermore. Und dies ist mein Dschungeldorf. Ich bin hier der Häuptling. Aha. Und du weißt nicht zufällig, wie ich von hier nach Großostheim komme, oder? Großostheim? Interessant. Ich glaube, vielleicht kann ich dir helfen. Doch, du könntest dich hier zunächst nützlich machen. Muss das sein? Unser Alchemist Schlauer Bär ist zur Käfersteppe aufgebrochen. Sie liegt im Osten. Er sucht dort nach seltenen Zutaten für seine Zauberformeln. Wenn du es schaffst, ihn ins Dorf zurückzubringen, werde ich dir weiterhelfen. Okay. Oder wie Captain Kirk in Sieben siedende Bräute im siebten Biergarten sagt: Baby, ich komme. Bevor du gehst, ich möchte dir eine alchemistische Formel geben, die ich entdeckt habe. Ich nenne sie Hitzeblitz. Sie hilft gegen wilde Monster. Zack, und da haben wir auch schon unser erster Zauber. Den kann ich aktivieren oder deaktivieren. Du kannst die Formel benutzen, wenn du ein Stück Wachs und zwei Tropfen Öl vermischst. Wähle einfach den Zauberspruch aus und lass es knallen. Je öfter du den Hitzeblitz benutzt, desto stärker wird er. Jo, also Zauber kann man leveln. Cool, ich danke dir. So, Hundekuchenwasser. So, und jetzt, ich will natürlich auch noch das komplette Dorf erkunden, aber ich hole mir mal eben den Jaguar-Ring ab und der ermöglicht es mir dann laufen zu können, weil hier die ganze Zeit zu gehen ist, ist schon ein bisschen nervig. Die ist noch nicht tot. So. Ah, ein Blatt. Nehme ich mit. Das ist immer ein Blatt. Zumindest was man hier aus den Pflanzen rauskriegt. Später gibt es auch noch Nektar und andere Sachen. So, guckt euch mal die Wesen an, die es hier gibt. Ist natürlich auch ein bisschen fighten, um Levels zu steigen. Die kann man ruhig mal mitnehmen. So, Lasko erreicht Level 3. So, können wir mal kurz ein bisschen zerkloppen hier. Ja. So, Lehm gefunden. Lehm ist sehr wichtig für uns. So, und jetzt erscheinen hier Sandstrudel. Da lasse ich mich jetzt absichtlich mal einsaugen. Weil der bringt uns an diesen Ort. Wow, das war ja noch cooler als das Warpen bei Captain Fiction. Ah, ich dachte, er spricht mit mir. Du musst sehr schnell sein, um nicht Opfer des Treibsands zu werden. Du brauchst die Schnelligkeit des Jaguars. Das hört sich besser an, als elendig im Sand zu versinken. Der Jaguar-Ring ist in meinem Besitz. Er macht dich zum schnellsten Lebewesen in dieser Welt. Du erhältst ihn gratis, wenn du etwas bei mir kaufst. Wie kann ich dir helfen? Oh, dann kaufe ich halt mal was. Hier so ein Hundekuchen ist eigentlich auch wichtig für meinen Hund. Blätter finde ich hoffentlich noch genug. Ach komm, ein Blatt kann ich kaufen. Falls ich doch nicht genug finde. Man kann nur maximal 6 Stück tragen. Bitte nimm den Jaguar-Ring als mein Geschenk. Jaguar-Ring erhalten. Halte A gedrückt, um zu rennen. Achte aber auf deine Energie. Ein langer Sprint kostet viel Kraft. So, guckt. Jetzt kann ich laufen. Lehm gefunden. Wasser gefunden. Wasser gefunden. So.
Wir sollten dieses Sandstrudel besser umgehen. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Treibsand zwischen den Zähnen. Ja, eben fand das noch cool, ne? So, jetzt gehen wir mal zurück, weil ich will jetzt noch mal einmal durch das Dorf. So, dann haben wir hier noch ein Gebäude. Guck, Blatt, Lehm, Wasser, Wasser. Ja, dann können wir nochmal lesen. Ein schlauer Bär auf Feuerauge gehört hätte, wäre er jetzt nicht in Gefahr. Ja. Hat sie das eben auch gesagt? Eben hat sie was anderes gesagt, ne? So, gibt's hier noch was? Nee. Was willst du mir denn sagen? Ein schlauer Leguan, nicht wahr? Er kann lesen, schreiben, rechnen und sogar Schuhplattler tanzen. Okay. Schuhplattler. Sagt mir jetzt nichts. Achso, das hatten wir schon. Was willst du mir sagen? Im Wald vor und hinter dem Dorf kann man viele alchemistische Zutaten finden, aber sei vorsichtig, es ist dort sehr gefährlich. Ja. Mal Asche. Was gibt's hier? Wasser. Wurzeln. Wasser. Hallo Reisender, ich habe das beste Geschäft im Dorf. Wie kann ich dir helfen? Ach, guck mal. Die hat hier auch noch Sachen. Ja, ich versuche erstmal ein bisschen sparsam zu sein. Ich habe ja auch noch nicht viel. So, jetzt gucken wir mal hier. 4 Stücke Lehm, Hundekuchen, Asche. So, später gibt es nämlich da auch noch einen NPC, wo man einen Zauber bekommt. Da muss ich dann später nochmal hin. Ohne Kampfanzug bist du in der Wildnis verloren. Zufällig habe ich was im Sortiment. Ja gut, guck mal, der verkauft hier schon Rüstung. Versuche ich jetzt erstmal zu vermeiden, weil das halt am Anfang noch so teuer ist, ne? Alchemie bedeutet, Elemente so zu vermischen, dass Magie entsteht. Meine Familie beherrscht die Alchemie seit Generationen. Je öfter man Magie benutzt, desto wirkungsvoller werden sie. Jo. Wurzel, Wasser. Was willst du? Vielen Dank, dass du dich um die Raptoren außerhalb des Dorfes gekümmert hast. Hier, hast du eine Moosweste. Guck. Zum Glück habe ich nichts gekauft. So, wo ging das? Kleidung. Moosweste. Guck mal, die hätte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht gekriegt, wenn ich den Kampf verloren hätte, ne? So, 2 Stücke Wachs. Und das war's dann auch mit dem Dorf. Was? Hat der Hund da was gefunden? Ach, guck mal, Wasser. So. Ja, dann werden wir mal losziehen, oder? So. Dann speeden wir hier mal durch und lassen uns nicht von den Strudeln treffen. Hä? Ah, okay. So. Jetzt wird's schon ein bisschen gruseliger. Ah, ne, hier war das. Lehm gefunden. So. Lehm ist, wie gesagt, sehr wichtig. Und zwar für diesen Zauber, den wir jetzt kriegen. Hallo Fremder, es kommt nicht oft vor, dass ich Besuch bekomme hier draußen. Ich studiere die Alchemie, sie offenbart ungeheure Kräfte. Alchemie, da musst du schlauer Bär sein, richtig? Falsch, aber ich kenne ihn. Ich habe ihn erst kürzlich gesehen. Er ist zur Käfersteppe aufgebrochen. Falls du ihm folgen willst, solltest du eine weitere Formel an dich nehmen. Die Alchemie ist sehr mächtig. Man nimmt ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und zapp. Es ist wie Magie.
lass mich dir die Schlammbombenformel überreichen. Das ist eine effektive Waffe. Ja, das ist in der Tat eine effektive Waffe. Du brauchst nur ein Kristall und ein Stück Lehm miteinander vermischen. Möchtest du Zutaten kaufen? Klar. Kristall. Dafür brauche ich nämlich das Geld. Spielstand speichern. Nehmen wir mit. Auf Wiedersehen. Wasser, Wasser, Lehm. So. Gibt's hier noch was zu schnüffeln, Hund? Öl. So, hier ist nichts, oder? Das sieht so aus, als wenn man hier extra nochmal hinlaufen kann, ne? Das ist nix. Guti. Geht's weiter? Autsch. Boah, ich glaube, ich sollte echt mal ein Blatt nehmen. Guck mal, Schlammbombe, wie viel Lehm habe ich jetzt gefunden? 16 Lehm habe ich schon gefunden, das ist gut. So, dann nehme ich mir mal ein Blatt. Ich könnte jetzt theoretisch schon mit dem Hund weiterlaufen, aber... Da, Lehm. Den einen oder anderen Spot habe ich mir extra gemerkt. Weil wir haben hier gleich schon einen Bosskampf zu bestreiten. Oh Gott. Ich hoffe natürlich, dass ich vorher nochmal ein Level steige. Ja, man könnte auch am Anfang... Also ich kann ja mal ein bisschen was erzählen, wie ich das damals gemacht habe. Das Spiel ist... 96 in Deutschland rausgekommen. Ja. Da war ich... Wie alt war ich da? Ich war... Also ich bin... Baujahr 88. Könnt ihr euch ja ungefähr ausrechnen. So. Und... Ich habe das Spiel immer wieder und immer wieder... neu gespielt. Und bin an diesem Boss, den wir gleich sehen werden, immer wieder gestorben. Ich war einfach noch zu jung, um den Boss irgendwie zu besiegen. Und dann habe ich da am Anfang, da oben mit diese komischen Viecher mit dem rosa Schildkrötenpanzer da, die wir vorhin gesehen haben, die habe ich bis ins Unendliche zerkloppt. Bis ich dann am Ende stark genug war, um den dann irgendwann zu besiegen. Ne? Also das hat ewig gedauert, bis ich den mal besiegt habe. War hier nicht noch irgendwas? Da? Ja, guck. Ja, und ich habe den echt Ewigkeiten nicht besiegen können. Da ist was. Wurzel. So, und hier muss auch noch irgendwo was sein, oder? Hund, schnüffel mal. Schnüffel. Ja, hat er nichts? Ah, gut. Oder war es hier? Ei. Jetzt hat er doch was. Guck. Na. Guck. Siehste. So, ich bin schon wieder ein Level gestiegen. 57 Leben habe ich jetzt. Gab es hier auch was? Nee, ne? Doch. So. Ach, doof, dass man den nicht sieht. Ha, jetzt ist er down. So. War hier noch was? Nee, ne? Blatt gefunden. Hier muss auch irgendwo noch was sein. Guck da. Wurzel. Na gut, die brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne? Hast du noch was? Autsch. 10.
nix. So, jetzt sind wir gleich schon beim Boss. Wollte ich denn so schnell schon zum Boss? Ja, ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll, ne? Ja, man muss das jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen hier. Oh, Blatt. Ja, dem Hund gebe ich gleich mal ein Blatt. So, Vulgor heißt er. V-U-L-G-O-R. Der Boss meines Lebens, ey. Ich habe den in meiner Kindheit sowas von oft versucht zu besiegen und ich habe es erst ganz spät danach geschafft. So, jetzt wende ich einen kleinen Trick an. Und zwar stapel ich meine Angriffe. Oh, Vulgus Herzkammer. Und zwar stack ich die. Und dann machen die auf einmal Schaden. So, jetzt kann ich nämlich keine mehr machen. Und was mache ich jetzt, um keinen Schaden zu erhalten? Ich gebe dem Hund ein Blatt und mir selber auch. So, und jetzt das Ganze nochmal. Und da ist er. Ne, ist er noch nicht down. Aber ich habe gerade ein bisschen Angst zu sterben. Huch, habe ich ihm jetzt ein Blatt gegeben? Nee, ne? Ach doch, habe ich. So. Ja, nicht, dass er jetzt zu schnell stirbt. Ich will euch einfach mal zeigen, wie man ihn sonst machen könnte. Und zwar gibt es ja diese Viecher hier, die man machen kann. Der Boss kann auch zaubern. Ich habe gerade ein bisschen Angst davor, dass er zaubert. So, und wenn man jetzt aber hier hochspeedet und... Da, scheiße. Bitte lass mich nicht tot sein. Nein. Aber der Hund ist gleich down. Ach, wisst ihr was? Ah. Jetzt kann man... Ja, da kann man das Ding da oben aufschlagen und dann kann man auch so auf das Herz schlagen. Aber ich will das gerade mal vermeiden. Da ist er down. Und wir sind Levels gestiegen. Tarantel-Axt erhalten. So. Das ist wohl schlauer Bär. Du bist ein großer Krieger, hab Dank für die Rettung. Ich bin schlauer Bär aus dem Dschungeldorf. Ich bin ein Mitglied der alchemistischen Gilde. Ich bin Antares und das hier ist mein Hund, Lasko. Ich bin erfreut, euch kennenzulernen. Ich suchte gerade nach Zutaten, als mich das Monster angriff. Wenn ihr nicht vorbeigekommen wärt, hätte das Ding mich gefrühstückt. Nimm bitte dieses Geschenk von mir an. 10-mal Wachs und 10-mal Öl. Viel Glück, Antares. So. Das war der erste Boss. Und jetzt haben wir auch eine neue Waffe. Die macht um einiges mehr Schaden als dieser Knochen. So, ich kann euch auch nochmal was sagen. Wenn man eine Waffe oft genug benutzt, dann kann man die, kann man Aufladeangriffe machen. Man kann die Waffe dann aufladen und Bleiarmband. Sehr cool.
So, man kann die Waffe dann aufladen und so Special-Angriffe machen. Das funktioniert natürlich auch mit dem Knochen. Und so habe ich es natürlich auch damals gemacht. Da habe ich auch, wie gesagt, ganz viel gelevelt und so als Kind und habe dann den Knochen so weit aufgelevelt, bis ich den komplett aufladen konnte und habe dann auch schon mehrere hunderte an Schaden gemacht mit dieser Anfangswaffe. So, und jetzt gibt's hier einen kleinen Geheimweg. Ich weiß nicht, ob ihr es schon seht. Ah. Du siehst irgendwie fertig aus. Wahrscheinlich machen dir die Insekten da draußen zu schaffen. Das stimmt. Hier hast du etwas, das dir helfen wird. Die Formel heißt Säureregen. 3 Tropfen Wasser und etwas Asche erzeugen einen ätzenden Säureregen. So, mein 3. Zauber. Möchtest du Zutaten kaufen? Na sicher. Und zwar möchte ich Lehm. Und Kristall. Für meine Schlammbombe, ne? So, nicht genügend Gold. Gold, ja, Krallen. Spielstand speichern. Auf Wiedersehen. So. Jetzt habe ich hier die Sachen gelootet. Ach nein, das wollte ich gerade gar nicht. Ich wollte wieder zurück. Formel tauschen möchte ich nicht. Zutaten kaufen auch nicht. Spielstand speichern möchte ich nochmal nach dem Looten. Weil ich würde sagen, das ist jetzt ein guter Schluss für die erste Folge. Und ja, wenn euch Secret of Evermore gefallen hat, wenn euch die Story vielleicht ein bisschen geschmeckt hat, sag ich mal, ja, dann seid auch weiterhin mit dabei und guckt es euch an. Ich liebe diese Story einfach. Wir sind hier in eine Fantasiewelt eingetaucht worden, in eine virtuelle Welt. Das hat so ein bisschen was von Matrix. Ja, und das zur damaligen Zeit schon echt Hammer. Guti, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.